Esche, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Ash! Ash! Nein! Oh, es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Gott, was ist das? Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, Em. Mike, bitte. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Verzweiflung. Okay. 2 Stunden vom Morgengrauen entfernt. Und wir sind zurück im Sanatorium. Auf der Jagd nach dem Wendigo. Draußen wütet ein Sturm. Da sind wir wieder. Ist aber auch sehr mutig, so mal so ganz ohne irgendwas. Heilige Scheiße. Hier reinzugehen. Bigfoot Sighting, das habe ich ja letztes Mal gar nicht gesehen. Local Man Found Dead. Lügen. Ja, jetzt ist er aber wirklich tot. Also ist tatsächlich ein bisschen Wahrheit dran. Scheint eingestürzt zu sein in meiner Abwesenheit. Also bewegen wir uns auf 9 Pfaden. Bewegen wir uns auf 9. Auf einem 9 Pfad. Den 9 Pfaden. Das liegt am Popschutz, man hört das P nicht, wenn ich das sage, oder? Oh Mann. Okay, was ist das alles? Gar nicht aussuchen, was ich nehmen will? Scheint nicht. Will nur noch Mistgabel und Pöbel. Ja. So, ich muss in die andere Richtung beim Touchpad agieren.
Munition. Ah, der Schrotflinte. Muss reichen. Feuer ist ja auf jeden Fall schon mal gut, wie wir erfahren haben. Ja, genau. Also wenn vorher keiner wusste, dass wir da sind, jetzt wissen es alle. Beruhigen, dass der Wolf jetzt bei uns ist. Fragt sich natürlich nur, wie lange. Fall, denke ich, so einige Überlegungen so, oder Entscheidungen, die ich im Spiel getroffen habe, die, ja, ich hatte zum Beispiel, ja gut, jetzt weiß ich ja, dass es Josh eigentlich gewesen ist, mit den meisten Sachen, dass ich vielleicht einfach hätte gar nichts drücken sollen, um gar keine Entscheidung zu treffen, wegen, ja, um das Leben eines anderen zu retten, dann hätte ich wahrscheinlich auf dem Berg auch nicht die, dass ich den Hirsch angreifen sollen. Wären wir dann noch vollständig. Hätten aber auch einige Splatter-Szenen ja dann nicht gesehen. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfie? Ist ja auch ich. Das hätte ich jetzt mal lieber gar nicht sagen sollen. Wahrscheinlich sterbe ich dann jetzt gleich. Klatschen erstmal alle in die Hände. Ich nicht mehr. Dann. Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen.
war denn hier los? Lasst uns raus. Das ist Wahnsinn. Wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Ich werde jetzt erstmal nicht dem Wolf hinterhergehen. Eben konnte ich auch noch in die andere Richtung. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von physiologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome: Blässe, Hautverfärbung, schwerer Vitamin-D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittliche lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis, unstetes zwischenmenschliches Verhalten. Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätlichkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Erwartete, aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut. Durchschnittliche BMI nur innerhalb ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssten tot sein. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs, 130 bis 410 ms. Auf der Rückseite, Gebrechlichkeit, Schwäche, Aufblähung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen. Durchschnittlich 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet. Ein Patient hob knapp 330 kg Gewicht. Empfohlenes Vorgehen unter strikter Beobachtung halten. Fixierung dringend empfohlen. Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen ausstocken. Beobachtung rund um die Uhr. Also ist der Wendigo vielleicht erschaffen? Durch Menschenhand? Bisschen. Ich liebe solche Szenen. Oh Gott, deswegen fand ich auch Halloween, also das Original von John Carpenter, damals so gut. B-Wing steht wahrscheinlich für B-Flügel. Und X-Wing und Y-Wing, obwohl da gab es auch einen B-Wing, sehen wir hoffentlich in ein paar Monaten in dem neuen Star Wars. Alles weist ja wohl darauf hin. Dass der Wendigo erschaffen worden ist.
Blackwood Pines, Blackwood Sanatorium, ärztliche Untersuchung, Patient Nummer 9, Verlauf der Skelett, Hyperostose, vertraulich. 9.1.52, Tag 4. Epidermale, Depigmentierung, zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thoraxbereichs, posttraumatische Kyphose, Hornhautdystrophie und Linsentrübung, Sehschärfe 20:160. 14.1.52, Tag 9, chronische Kyphose, narbige Alopezie, extreme Perforation der Nasenscheidewand. Ey! Ist das das, was ich auch habe? Das müsste ich mir mal nachfragen, aber wahrscheinlich werde ich das in nicht mal 5 Minuten auch schon wieder vergessen haben. Egal. Ektodermale Dysplasie, Anspitzung der Zähne. Scheiße, zieh sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. 17.01.52, Tag 12. Telogenes Effluvium, keine Alopezie. Länge der Oberkiefer-Eckzähne 3,8 cm. Konsistenz bei Hornhautödem, aber Sehschärfe jetzt 20:22. Epidermale Verhärtung, Hornschicht 1,3 cm. Keine Aufmerksamkeit erregen. Heilige Scheiße. Wer ist dieser Kerl? Ist das vielleicht der Arzt? Sorry, Alter. An den Finder dieser Nachricht. Sie sterben draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier alles abzusuchen. Definitiv an mehr Hintergrundinformationen zu kommen. Wollen wir mal hoffen, dass Wolfi noch dort verweilt und auf uns wartet. Gott.